Und schon wieder sind wir Richtung Schwarzwald unterwegs. Diesmal haben wir drei Ziele und am ersten verpasse ich gleich die Einfahrt. Wir drehen schnell und dann geht's los. So, und es geht schon wieder weiter. Ja, wir stehen jetzt halt hier in Gengebach und es ist im Schwarzwald. Genau. Und da heute die Sonne scheint und ja, die letzten paar Tage war es sehr regnerisch, wollen wir das heute jetzt natürlich ausnützen. Und Helle hat eine Tour zusammengestellt und die wollen wir jetzt mal machen. Wir wandern und dann gucken wir mal, ob das auch alles so klappt, wie er sich das da zusammengestellt hat. Ich habe das jetzt diesmal nicht über Komoot gemacht, weil da verlaufen wir uns immer. Jetzt habe ich es mal über Google gemacht und da weiß ich jetzt nicht, wie viele Kilometer das insgesamt sind. Wir laufen halt jetzt mal los und notfalls holen wir die Rettung. Also die erste, wir sind drei Etappen und die erste ist 3 Kilometer. Ja. Wie die beiden sind, das kann ich nicht so schätzen. Also ich schätze mal so, das wird 10, 11 Kilometer. Das schaffen wir schon. Ja, das wäre ja nur im Rahmen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Übrigens, hier sind wir hier in Gengebach im Schwarzwald. Heute Nacht war es sehr ruhig. Wir sind gestern am Spätnachmittag angekommen. Der Platz war ziemlich gut belegt, ist er jetzt immer noch, obwohl schon einige wieder weggefahren sind. Und mit den Windgeräuschen, um euch nicht mehr so belästigen, wir haben zwar keine Ansteckmikrofone genommen, aber dafür haben wir jetzt das Windmikrofon an die Dashcam gehängt. Also ich hoffe, die Qualität... So an die Dashcam, das ist doch keine Dashcam. Nein, an die Actioncam. Ja, ich hoffe, dass die Qualität jetzt wieder etwas besser bei uns wird. Denn die Windgeräusche stören nicht nur euch, sondern auch uns. So ist es. Ja, und was zu dem Platz, was wir jetzt schon gesehen haben, es gibt hier Fähr- und Entsorgung. Das zeigen wir, wenn wir wegfahren. Weil, weil nach der Wanderung ist ja vorm nächsten Ereignis und es kommt nach der Wanderung. Okay, aber jetzt marschieren wir erstmal los. Genau. Noch keine Stunde unterwegs und schon haben wir uns zweimal verlaufen. Naja, verlaufe ich so ganz, aber wir haben jetzt nachgefragt und der nette Herr und die nette Dame, die haben uns gesagt, wir sollen erstmal hier hochlaufen. Seht ihr das? Ja. Also. Und laut Google Maps ist verkehrt. aber ich laufe halt jetzt einfach mit. Ja, genau. Sie haben gemeint, das sei der schönere Weg und ist ein bisschen anstrengend und wie ihr hört, mir schnaufe schon, aber jetzt geht's weiter. Rechts abbiegen. Sie macht den Check. Hier geht's lang. Habe ich doch gesagt. Nein, Teufelskanzel. So, wir machen jetzt hier eine kleine Rast, denn wir sind schon ganz schön hoch gestiegen. Was heißt hoch? Es war halt anstrengend. Aber wir sitzen hier auf einem sogenannten Rentnerbänkle. Schaut mal. Thank you.
aber von hier hat man einen fantastischen Blick. Den zeigen wir euch natürlich. Ja. Ort zum Innehalten. Schön. Mit tollen Ausblick. Die Ursi hat schon wieder jemanden zum Sprechen gefunden. Da ist er. So, jetzt sind wir wieder an einem Punkt angekommen. Wir haben jetzt die Wanderung umbenannt. In Verlaufen. Jetzt wir wissen nicht, wo wir sind. Ja, und jetzt muss ich euch mal was sagen. Wir waren fast vor unserem Zwischenziel, ja? 700 Meter. Und der Helle, ja, sagt dann, wir müssen jetzt hier entlang. Genau. Und was mache ich? Natürlich, ich laufe mit dem Helle, ohne mich natürlich wieder weiter zu vergewissern. Stimmt es überhaupt, was er sagt, ja? Dann waren es 1400 Meter. Und ich habe mich immer noch nicht gewundert. Ich habe gedacht, das ist ein Programmfehler von Google Maps. Aber wie es dann 1800 Meter gewesen ist, habe ich gemerkt, wir haben uns verlaufen. Und dann hat er sich natürlich strikt geweigert, diesen Weg wieder zurückzulaufen. Zurück führt kein Weg. Es geht immer vorwärts im Leben. Also stehen wir jetzt hier wieder vor einem Punkt. Und jetzt müssen wir sogar ein Stück auf der Straße laufen. Hört ihr es? Prompt kommen natürlich Autos. Naja, aber das nächste Ziel ist jetzt angeblich nur noch 1,6 Kilometer entfernt, 23 Minuten. Und das packen wir jetzt an und sollten wir uns wieder verlaufen, laufen wir zurück. Aber dann ist die Ursi schuld, weil jetzt schaue ich nicht mehr aufs Handy. Naja, klar. Aber wir werden sehen. Wir melden uns, wenn wir angekommen sind. Und ich kann euch versprechen, wir melden uns. Und wenn ihr nichts mehr hört von uns, dann haben wir uns endgültig verlaufen. Dann stehen wir hier irgendwo noch im Schwarzwald genau. Mittendrin. Da sollten wir herkommen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Und dann da runter. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir der Weg zu unserem nächsten Ziel wenigstens finden. Genau. Seht ihr mal einen erschöpften Wandersmann. Und außerdem diesen Stein wollten wir gar nicht sehen. Ja, schaut mal, das zeigt Google Maps. Ja? Habt ihr da jetzt eine Ähnlichkeit erkannt? Ich nicht. Och, was soll denn das? Ja. Okay, jetzt sind wir am Gedenkstein. Jetzt machen wir wenigstens eine Pause. Weil jetzt sind wir nämlich schon Stunden unterwegs. Das Ergebnis unserer Wanderung. Wir sind jetzt 9,24 Kilometer gelaufen, seit 3,5 Stunden unterwegs. Ein erschöpfter Wandersmann und eine enttäuschte Ursel.
So ist es halt manchmal. Jetzt muss ich sie wieder trösten. Gott sei Dank haben wir zwei Äpfel dabei, die essen wir jetzt. Ja, und weißt du was, die kannst du jetzt halbieren mit deinem gefährlichen Messer. Oh, kommt mein Messer zum Einsatz. Mein Wandermesser. Ja. In diesem Stein sind wir hierher gewandert. Und er hat jetzt auch eine Bedeutung. Deshalb, weswegen wir hierher gekommen sind, und zwar viele von euch können sich wahrscheinlich noch erinnern. An den 26. Dezember 1999. Ja, genau. Da wütete ein ganz extremer Sturm hier in Süddeutschland und auch in Frankreich, Schweiz. Und er hat da so eine richtige Schneise der Verwüstung gemacht und da sind sehr viele Bäume einfach umgeknickt. Und das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Nicht ein paar Tage. Ja, ein paar Jahre. 25 Jahre. Ja, okay, so genau. So schnell im Rechner bin ich jetzt wieder nicht, aber es stimmt. 25 Jahre ist das jetzt auch schon wieder her. Und ja, der Wald hat sich in der Zwischenzeit schon ziemlich erholt. Wir waren schon mal auf einem Lotharpfad. Jetzt bist du gefragt, wo der eigentlich war. Der ist an der Schwarzwald-Hochstraße. Und zwar gar nicht so weit von hier weg, logischerweise, ja, eben auch im Schwarzwald. Und das war ein Waldstück, was komplett niedergelegt wurde vom Sturm. Und es hat man verwildern lassen. Und daraus hat sich dann ein neuer Wanderweg oder ein kleiner Rundwanderweg ergeben. Und da waren wir schon mal. Ja, genau. Da gab's, und haben ein Video dazu gemacht. Und wen das interessiert, der kann sich das ja gerne mal anschauen. Genau, und danach wandern. Ja, das war ganz kurz. Das ist wirklich keine lange Wanderung. Das ist eigentlich mehr Spazierer. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist immer noch. Aber es waren damals die Bäume schon ziemlich hoch. Okay, jetzt ruhen wir uns noch ein kleines bisschen auf. Und dann schauen wir mal, dass wir den Weg wieder nach Gängebach finden. Genau. Es sind immer nur ein paar Kilometer. Ja, aber wir haben Zeit, das Wetter spielt heute mit. Es ist nicht heiß, es ist nicht kalt, es ist eigentlich ein richtig tolles Wanderwetter. Genau. So, jetzt sind wir mitten in Gängenbach zurück. Nach 11,65 Kilometern. Also, doch ganz gut gegangen. Und da tun wir jetzt die Wanderung beenden. Wir gehen jetzt irgendwo einkehren und sind zwar noch nicht beim Wimpel, aber die Wanderung ist hiermit zu Ende. Ja, und es war jetzt wirklich eigentlich sehr schön. Und ich weiß nicht, ob wir von Gängebach noch viel zeigen können. Wir wissen es noch nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, es war eine sehr schöne Wanderung, auch wenn wir nicht das gesehen haben, was wir sehen wollten. Ja, nur ein Teil. Und die Ossi ein bisschen sauer war, weil sie nicht an der Teufelskanzel gewesen ist. Ja, wenn er einfach nie auf mich hört, ist halt einfach so. Und wenn ich jetzt keinen Wurstsalat kriege, dann wäre ich sauer. Alter, für die Wanderung ist Schluss und jetzt geht es dann bald wieder weiter. Für euch nur einen Moment, für uns noch ein ganzer Tag. So, jetzt sind wir nochmal am Stadttor von Gängenbach. Wir müssen uns da noch einiges anschauen und da nehmen wir euch einfach mit, ob ihr wollt oder nicht. Ja, und wir haben euch auch noch was Interessantes zu sagen, aber da gehen wir erstmal rein, da ist zu viel Verkehr hier. Ja, wir haben uns eben kurz entschlossen, nochmal nach Gängebach reinzugehen, weil jetzt wieder wunderbar die Sonne scheint, nachdem es heute Nacht ganz schön geregnet hat. Genau, und weil es jetzt so schön ist und das Wetter nicht lang so schön bleibt, gehen wir gleich rein. Ja. Und erzählen ja erst lange nur Geschichten rum. Ja. Ja, also. Überall kommen die Autos her. So. Keine Straße zu eng für den Verkehr in Gängenbach. Ein Klang. Okay. So, das müssen wir noch draufnehmen, oder? So.
gehört. Ja. Das neueste Brot, was wir verzehren, kommt aus der Klosterbäckerei. Mit göttlichem Segen. Küche, oder? Ja. Und das Erstaunliche ist, früher, heute sind es Handlungsreisende und früher waren es Wanderbischöfe. Wanderprediger, oder? Wanderbischof war das. Ah. Und der Pirmin, der Wanderbischof, der auch die Insel Reichenau gegründet hat, also der die besiedelt hat und gegründet hat und die Schlangen vertrieben hat, der ist dann, nachdem er das Ganze wieder vermarktet hat, ist er dann hierher gekommen nach Gengenbach und hat das Kloster Gengenbach gegründet. War mir bis gestern unbekannt. Ja, und das Ganze war schon 725. Genau. Und ja, in Gengenbach war er ein wenig später. Aber man sieht wieder, Reisen bildet. Genau. Also, Leute, geht auf Reisen, macht euer Wohnmobil an und fahrt los. Ja, können wir euch sowieso nur empfehlen, ist was Wunderbares. Genau. Aber jetzt gehen wir mal in diese Kirche rein, ja, die St. Marienkirche, denn die soll ganz tolle Wandmalereien haben. Also, dann zeigen wir euch noch die Bilder. Spende von 50 Cent. Und siehe da, kein doch leichtes Licht ist an. Das müssen wir euch natürlich gleich mal zeigen, was man hier sehen kann. Ui, ist das schön. Schöne Kirche im romanischen Baustil. Aber welches Jahrhundert gebaut, das weiß ich jetzt nicht. Frauenkörle und hier ist eigentlich der Raum der Stille. Also würde ich sagen, sind wir jetzt mal ganz leise. Ganz ruhig. Und setzt uns einen Moment hin und gehen in uns. Genau, also geht auch ihr in euch, wir auch in uns. So, und dann haben wir noch ein paar Parallelen zur Bodenseeregion gefunden. Ein Zinnspruch vom Hermann Hesse und der Kräutergarten, ähnlich von der Insel Reichenau. Und der Mönch Walafried Strabo, der hat ja die Kräuter- oder die Gartenkultur in Deutschland als erstes erfunden oder durchgeführt. Und hier ist auch also dieser Kräutergarten nach diesem Muster angelegt worden. Ja, und er hat ja sogar ein Buch geschrieben. Hortulus. Ja, genau, das sollte das erste Kräuterbuch sein. Das erste Kräuterbuch Deutschlands. Ja. Und dann haben wir noch einen Bezug zum Bodensee hier gefunden. Die Ursi, eine gebürtige Konstanzerin, ist auch noch da. Ja, stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Na, also. Also, viel Bodensee ist hier in Gengenbach. Sieht so aus, ja. Ja, dann kommen wir doch besser durch und das bricht nicht ab, wäre doch schade.
die letzten Blüten noch in diesem Jahr. Es herbstet. Muss ich immer am Aufräumen? Nicht immer. So schön war es in Gengenbach. Schöne Wanderung gemacht, schönes Städtchen. Und der Stellplatz ist auch sehr komfortabel. Nachts total ruhig. Ja. Also kann man gut empfehlen eigentlich. Fähr- und Entsorgung geht auch unproblematisch. Stellplatzgebühr 10 Euro. Versorgung ist inklusive. Bis auf Wasser natürlich. Ja. Und das ist alles. Ja, Strom muss man wahrscheinlich auch. Ja, den natürlich auch. Ja. Und das ist alles super. Die Kurtaxe von 2,50 Euro pro Person, die könnten Sie sich sparen, aber. Ja, da beinhaltet ja einige Vergünstigungen, ja, die man hier machen kann. Die also wir nicht in Anspruch genommen haben. Laufen muss man trotzdem selber. So, aber schön war es. Also, wir kommen wieder mal her. Ja, bestimmt. Ja, wir ja müssen es doch. Die Teufelskanzel jetzt noch nicht waren. Ja, das nächste Mal gehen wir zur Teufelskanzel. Nehmen wir es uns nicht nur vor, sondern wir gehen dann auch hin. Macht dann die Ursi die Führerin. Und dann finden wir sie auch. So, jetzt geht schon weiter. Ja. Die Schwarzwaldausflug, der geht diesmal etwas länger. Nächste Station vor uns. Ja, genau, jetzt fahren wir weiter. Nachdem wir in Gengenbach fast alles gemacht haben, was wir uns vorgenommen hatten, ging es weiter Richtung Neuried. Neuried-Ichenbach ist der Firmensitz unseres Kooperationspartners, der Firma ASW Bike GmbH, mit deren Fahrrädern wir zu Hause als auch unterwegs mobil sind. Hier lassen wir auch unseren jährlichen Service durchführen, damit die E-Bikes einwandfrei funktionieren und natürlich verkehrssicher sind. Vielleicht habt ihr ja unser Video vom alten Land gesehen, wie verdreckt da unsere Fahrräder waren. Die Hinterlassenschaften der Schafe haben wir natürlich vor unserer Fahrt in den Schwarzwald gründlich beseitigt. Also, nachdem wir ja jetzt in unserem Urlaub bei den Schafen unterwegs gewesen sind, müssen wir unsere Fahrräder wieder in Ordnung bringen. Wir zeigen es euch dann gleich einmal, wie es ausschaut. Ja, und nicht nur die Schafe waren da, es ist auch alles voll Sand und Matsch und überhaupt. Sie haben es nötig, mal wieder gereinigt zu werden. Zumal sie ja auch in die Werkstatt zum Kundendienst solle. Genau, und dann geben wir sonst auch nur saubere Fahrräder ab. Da achtet die Ursi nämlich schwer drauf. Auf jeden Fall. So sieht der Schafstreck aus. Räder. Und hinten. Das ist Ursis Rad. Und jetzt wird sauber gemacht. Yeah.
So, wenn wir schon auf dem Weg nach Freiburg sind, dann schauen wir natürlich bei der Firma ASW Bike vorbei, denn da haben wir ja unsere Fahrräder davon und da lassen wir regelmäßig den Service, also den Kundendienst machen. Eigentlich gehört natürlich diese Firma auch auf die Messe in Freiburg, auf die Campingmesse, denn das sind ideale Fahrräder für Wohnmobilreisen. Und mittlerweile sind auch wieder fast alle Räder vorrätig. Aber am 4. Oktober gibt es hier ein großes Herbstfest. Das heißt, wenn ihr von der Messe Freiburg kommt oder wenn ihr da hinfahrt, da könnt ihr gerne vorbeischauen, gibt es dann auch eine Grillwurst. Wir benutzen diese Räder gerne und wir waren auch bei der Neueröffnung hier in Ichenheim dabei, haben wir sogar ein Video drüber gemacht und da wurden wir von vielen von euch angeschrieben, weil es heißt, der Hersteller von den RSM-Bikes ist die Firma ASW. Aber wenn ihr dann lest, dann steht da Made in China und es hat ein bisschen zu Irritationen geführt. Ich habe mir das jetzt nochmal erklären lassen. Die Firma RSM oder jetzt ASW, die gibt die Vorgaben vor für die Produktion eines Fahrrades, nämlich dieser RSM-Bikes, die einmalig von dieser Firma produziert oder hergestellt werden. Und die Montage, die findet dann in China statt. Deswegen ist die Aussage, ASW ist der Hersteller der RSM-Bikes, zutreffend. Produziert werden sie, wie viele andere Räder auch, die einen anderen Namen haben, in China, einfach wegen den Produktionskosten. Aber nach dem Konzept der Firma ASW werden diese Räder hergestellt. Das wollte ich nur klarstellen. Also, um das nochmal deutlich zu artikulieren, die RSM-Bikes, die wir fahren, werden ausschließlich seit Anfang 2024 von der Firma ASW Bike GmbH vertrieben. Es fand dieses Jahr ein Eigentümerwechsel statt. Am Service und der Qualität dieser Räder hat sich nichts geändert. Wir fahren diese Räder nun schon über 5 Jahre und sind sehr zufrieden damit. Somit machen wir gerne Werbung für die Firma ASW. Auf geht's. Auf geht's zur Messe nach Freiburg. Alles im Aufbau, aber wir sind beim letzten Ziel angekommen, nämlich in Freiburg. Ja, genau, bei der Caravan Live 2024 und da geht es morgen los. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter besser wird, weil es ist ganz schön frisch und es geht ein wenig in Wind. Ja, und wir sind jeden Tag auf der Messe von 13 bis 14 Uhr beim Stand von Remectro und den zeigen wir euch jetzt noch. Ja, die sind noch am Aufbau, aber da gibt es nicht viel zu sehen. Das ist noch nicht alles fertig. Aber es wird doch alles fertig sein und wir sind dann jeden Tag von 13 bis 14 Uhr auf dem Stand von Remectro in der Halle 4. Genau, ihr könnt es gar nicht übersehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja.